Der US-Rapper Sean Diddy Combs hat eine Klage wegen sexueller Belästigung zurückgewiesen, die der Musikproduzent Rodney Lil Rod Jones im Februar gegen ihn eingereicht hatte. Jones fordert 30 Millionen Dollar Schadensersatz und behauptet, Combs habe ihn unter Drogen gesetzt und unsittlich berührt. Combs bestreitet die Vorwürfe vehement und bezeichnet die Klage als reine Fiktion und einen schamlosen Versuch, Medienrummel zu erzeugen. Das berichtet das People-Magazin, dem der Antrag auf Klageabweisung vorliegt. In den eingereichten Gerichtsdokumenten fordert der Rapper die Abweisung der Klage, da Jones keine konkreten Beweise für seine Anschuldigungen vorgelegt habe. Jones selbst beschreibt Combs in einem Interview mit dem Magazin Rolling Stone als Monster und sagt, dass die Klage sein Leben zerstört habe. Die Vorwürfe gegen Combs stehen im Zusammenhang mit weiteren Anschuldigungen, darunter Missbrauchsvorwürfe seiner Ex-Partnerin Cassie Ventura.